dice corner. Manchmal unseres Leidens. Der Vorhang zwischen Leben und Tod. Und auf dem Frostthron sitzt ein elender Dieb. Doch kein König herrscht für immer. Diese Krone zu tragen. Sie birgt so viel Macht. Diese Macht wird euer Gefängnis. Diese Welt ist das Gefängnis. Thank you.
Hallo Leute, willkommen zu unserer neuen Gameplay-Reihe. Wie angekündigt, werden wir einen Hordenspieler Druiden spielen. Wir werden hier den Balance Druiden spielen und natürlich werden wir auch durch die Innis laufen mit unserem Heal Druiden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und würde sagen, da beginnen wir erstmal. Nehmen wir erstmal die Quest hier an. Ich kämpfe die, die sich nicht selbst schützen. Als die Allianz uns überfallen hat, haben Helden der Horde zu den Waffen gegriffen. Und mit uns gekämpft. Einem kampfgeschmiedeter Bund ist so stark wie ein Pakt mit den Loa. Schließt euch unseren neuen Brüdern und Schwestern an und erringt Ruhm für Sandala und die Horde. So, dann gehen wir nach Okrima, würde ich mal sagen. Genau, wir wählen erstmal unsere Spezialisierung aus. Dann nehmen wir mal Gleichgewicht. Wie angekündigt. Was ist? Vertraut niemandem. Ich habe kein Ziel. So. Dann nehmen wir erstmal die Quest hier an. Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Zu weit weg. So, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal das Reittier. Und dann würde ich sagen, rüsten wir uns erstmal auf. Werden mit Erbstücken spielen, um das ein bisschen zu beschleunigen. So, was fehlt uns noch? Haben wir ausgewählt. Als haben wir schon. So, Erbstück haben wir. Hier gibt es keinen. Haben wir auch.
Fallschirmspringer. Wollt ihr einen? Lebt wohl. Ja, was wollt ihr? So, dann würde ich sagen, kaufen wir schon mal die Sachen hier ein. So, dann haben wir erstmal den ersten Erfolg. Ihr macht es kaputt, ihr bezahlt es. So, dann haben wir uns schon mal die vier Behälter. So, hier kommt die Ausrüstung hin. Hier kommt die Handelsware hin. Verbrauchsgegenstände. So, dann würde ich sagen, holen wir uns auch schon mal die Glyphe. Ja, und dann können wir starten. So, Knochen braucht man nicht mehr, hier haben wir Nachwachsen, haben wir auch schon drin. Gut, dann stellen wir mal. So, was nehmen wir denn? So, das ist okay. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich brauche jemanden, dem ich uneingeschränkt vertrauen kann. So, leichte Unterbrechung hatten wir mal gehabt. Krieg nur mit Verbündeten. Und jetzt sind wir wieder da. Etwas, das ihm nicht gehört. Ich will es zurück.
Ihr müsst Sturmwind infiltrieren und einen politischen Gefangenen befreien, der den Verlauf des Krieges entscheiden könnte. Zu unseren Gunsten. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? Sind wahr. Wir enttäuschen euch nicht, meine Königin. Oh, davon bin ich überzeugt. Ich habe schon einen Trupp für euch zusammengestellt. Holt mir meine Beute. Grüße. Hey, Mann. Gut, alle sind hier. Jawohl. Raus damit. Genau, ich lasse die Quest ein bisschen offen. Werde sie nicht immer alle vorlesen. Wenn ihr das natürlich wünscht, könnt ihr da gerne meine Gruppe schreiben. Ich habe einen Trank für jeden von euch. Aber trinkt ihn noch nicht gleich. Lasst uns aufbrechen. So, machen wir nochmal schnell Plündern an. So, jetzt, Leute, jetzt geht es erstmal ab nach Sturmwind. Hört gut zu. In Sturmwind sind wir voneinander abgeschnitten. Ihr dringt mit Talisra und Rokan ins Verlies ein und befreit die Gefangenen. Unsere Späher haben einen geheimen Eingang entdeckt. Ich decke mit den Tauren euren Rückzug. Sollte die Situation ausweglos sein, nehmt, was ich euch gegeben habe. Es ermöglicht einen schnellen Tod. Wenn ihr die Gefangenen befreit habt, bringt sie zu diesem Schiff dort unten. Ich werde euch finden. Viel Glück. So, neue Phase. Öffne das Zugangstor zur Translation. Geronimo! Und warum er nur sagt. Hilft euch mit Rokan. Haben wir ja gemacht. Die siebte Legion ist hier. Wen immer wir rausholen, die Menschen lassen es echt nicht drauf ankommen. Ich gehe vor und spüre die Gefangenen auf. Gebt mir Deckung. Wir werden sie ablenken. Seid vorsichtig. Okay, wir müssen nicht hier lang. Dann gehen wir mal. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Die Nachtbrunnen ruft mich.
Stirbt, Allianzer. Für meine Königin. Da kümmert ihr euch besser drum. Was braucht ihr von mir? Mögt ihr im Kampf gegen einen... Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich in dieser Zelle verbracht habe. Aber es spielt doch keine Rolle. Nach allem, was sie getan hat, kehre ich niemals zu ihrer Horde zurück. Vergesst niemals den Unterschied zwischen Loyalität und Ehre. Und betet, dass ihr niemals wählen müsst. Ihr kommt nicht mit uns. Wir wissen beide, ihr seid nicht wegen mir hier. Die, die ihr sucht, findet ihr am Ende des Gangs. Ich verstehe. Ihr seid euch sicher, Hochfürst? Komm, Champion, hier lang. Lokta. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Da sind wir wohl falsch abgekürzt. Wir sind hier auf Geheiß der Horde. Ich bin Talisra und das ist Rokan. Vorstellungen machen wir später. Regelt alles ab! Das ist echt fieser Voodoo. Talisra? Ein Nullifikationsfeld. Ich kann nicht zaubern. Mir nach, los! Wir müssen hier weg. Wie kommen wir raus? Hier lang. Das wäre ein Fehler. Wir müssen in die andere Richtung. Wehe, das stimmt nicht. So. Der Prophet hat gesprochen. Die siebte Legion. Stirbt, Hordenabschaum! Ich brauche ein Ziel. Jemand muss sie aufhalten. Hier riecht's nicht angenehm. Wo führt er hin? Überall wachen. Wir können hier nicht lange bleiben. Ich kann uns versteckt halten, solange keiner Dummheiten macht. Gib das Signal, Champion. Ich höre euch, Mann. So, Leute, auf geht's, würde ich mal sagen. Zusammen wie ein Team.
Sturmwind. Infiltratoren der Horde sind ins Verlies vorgedrungen. Zivilisten sollten in ihren Häusern bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Auf Befehl des Königs. Wartet kurz. Weiter. Hey, schnell, runter vom Weg. Wir über die Brücke. Außer euer Prophet hat ein Problem damit. Keine Sorge. Wir kriegen schon mit, wenn sein Leben in Gefahr ist. Rein in den Kanal. Sofort. Hä? Sofort. Bleibt wachsam. Laut dem SE7 ist der Feind in der Nähe der Burg gesehen worden. Sie können nicht weit sein. Eure Wachsamkeit ist unser Schutz. Oder wir töten ihn und das war's. Eine kleine Vorwarnung hätte nicht geschadet. Die war offensichtlich nicht nötig. Keine Unterbrechung mehr bis zu den Docks. Sag, wenn's losgehen kann, Champion. Viel zu tun. So Leute, dann würde ich sagen, ab geht's. Los geht's. Bleibt zusammen. Moment, wo sind die Wachen? Suhl ist relativ ruhig. Vielleicht ist es nix. Nun, nix ist es nicht. Die Werwölfe kommen. Bevor sie durchbrechen. Ich habe sie gefunden, mein König. Ich bringe euch ich ihre heute Ziel. Als Trophäen. Der alte Wolf hat uns gewittert. Wir müssen hier weg. Vorsicht. Was anvisieren. Wir müssen Deckung suchen. Echt, hätte ich nicht gedacht. Sieh an, das kann ich brauchen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Wir müssen zurück zu den Kanälen. Mir nach. Hier wollt ihr nicht weiter. Was denn nun schon wieder? Ich wusste, die Horde kann grausam sein. Rücksichtslos in ihrem Streben nach dem Sieg. Aber das ist Irrsinn. Ihr werdet hier sterben. Und ein namenloses Grab wird alles sein, was von euch bleibt. Ein Kampf wäre ausweglos. Lauf! Nicht heute. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, das ging aber schnell.
Alles klar, Leute. Chillt mal euer Leben. Wenn es auf eines verlasst. Achtung, die Vorzeigediplomatin der Allianz scheint diesmal keine Gefangenen zu machen. Zwar kein Resan, aber ich schulde ihm meinen Dank. Ihre Streitkräfte müssen aus Lordemon zurück sein. Näher ran. Wie überwinden wir so viele? Dafür wurde gesorgt. Seht selbst. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. So, das müssten, glaube ich, jetzt auch alle gewesen sein. Nee, hier geht's noch weiter. Der schlaue Elchmacker. Ich brauche 20 dieser Vögel. Ich habe kein Ziel. Nein, aber ich glaube, ich weiß warum. Seht.
viele Unschuldige getötet. Aber hier endet euer kleiner Ausbruch. Ergebt euch und ich bringe euch ins Verlies zurück, wo ihr hingehört. Dort wartet ihr auf das Urteil des Königs. Bei allem Respekt, wir verpassen unser Schiff. Genau. Dann sterbt. Nur nicht so voreilig. Ihr könnt uns überwältigen und vermutlich auch töten. Aber die Uhr tickt. Nein, das kann nicht sein. Mir scheint, die Hilfe von dem Magier mit euren Fähigkeiten käme gerade sehr gelegen. Das hier ist noch nicht vorbei. Ist ja ein richtiger Fuchs. Wer euch ärgert, dem sollen die Loa beistehen, Sue. Ich glaube, das Wort, das ihr sucht, ist Danke. Kommt, wir segeln nach Suldasar. Nein, ich habe Befehle, euch zum Kriegshäuptling zurückzugeleiten. Tja, das ist mein Schiff. Also werdet ihr eure Pläne wohl ändern müssen. Das können wir unterwegs diskutieren, Eure Hoheit. Zeiten ändern sich. Die Zandalari müssen sich mitändern. So. Mal wieder ein Cinematic. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Fährte verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Silvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. Jetzt betet sie erstmal noch und. O mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht und ich erhöre euch. Ich bring uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung. Kurs auf die Nebelbank. Die Segel. Wir haben keinen Wind. Die kümmert sich jetzt drum. Das ist mal Willkommensfeuer. Kriegshäuptling befiehlt es. Abmarsch.
So, dann haben die das hier gekürzt. Früher musstest du noch zum König laufen. Was verlangt ihr vom Tod? So, ich würde mal sagen, jetzt holen wir erstmal alle Berufe ran. Das sind ein paar. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal bei Kräuterkunde. Genau, wir werden Alchemie durchquesten. Also craften, wenn wir Alchemie nehmen. Ist man da schon mal Bescheid weiß? So, dann machen wir jetzt Alchemie. Die wird ganz unbestimmt sein. Ah, hier unten bestimmt, ne? Nee, hier ist der Pilzverkäufer. Ich weiß gar nicht, hier unten Pilze sind. Dann machen wir auch mal was Neues dazu. Das sieht nach Büchern und Fläschchen. So, Alchemie haben wir schon mal. Sprecht los. So, dann kümmern wir uns erstmal um die Archäologie. Ich glaube, da oben war auch der Koch gewesen. Finsteren Zeiten werden vorübergehen. Selama Ashalenore. So, jetzt noch Kochkunst und Angeln.
jetzt. Fürchtet die Lebenden. So, jetzt brauchen wir noch das Angeln und dann haben wir das auch erledigt und dann können wir die Quest-Kampagne starten. Genau, zum Ablauf. Wir werden natürlich erstmal hier bei Sandala bis Stufe 50 machen und 48, glaube ich. Und danach gehen wir zu Shadowlands. Ich denke mal, in der Salari müsste man durch sein. Können aber später noch fliegen können, geht es noch schneller. Was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? So, wir brauchen noch was zum Angeln. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. So, diese Tasche aber ignorieren. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? Lasst euch nicht. So, dann geht's zum großen Siegel. So, und als nächstes werden wir dann jetzt die Kampagne starten. Das machen wir aber erst im nächsten Video. Dann werden wir die ersten... Wo starten wir hier? Genau, Suldasar. Starten wir Suldasar und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Ivemox. Bis zum nächsten Mal.